Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Das Rätsel des Master Lu. Wir sind im Geheimlabor, was auch immer, von dem Baron von Seltsam. Haben wir gefunden hier oben. Ich weiß gar nicht, kommen wir hier wieder raus so ohne weiteres? Wahrscheinlich nicht. Was haben wir hier? Ein Periodensystem der Elemente. Aha. Das Periodensystem der Elemente. Als Junge musste ich mir jedes einzelne Element merken. Typisch für das nutzlose Zeug, das uns in der Schule aufgedrängt wurde. Ja, manchmal schon. Man muss doch nur wissen, wo es steht, ne? Was haben wir hier? Eine Stahltür. Erinnert mich an einen Durchgang in einem U-Boot. Oder eine Safe-Tür. Ein Panzerschrank ohne Schlüsselloch oder sichtbaren Öffnungsmechanismus. Eine Metallstange führt von einem Kolben an der Decke durch die Oberseite des Schranks. Ja, hier oben ist irgendwas, auch eine Leiter, wie hier von der Seite, ne? Ein in den Tisch eingesetzter Kolben. Unter dem Tisch läuft ein Schlauch vom Kolben zu einer der Düsen. Ein zweiter Schlauch läuft vom Tisch zu einer Art Achse. Die Achse wiederum ist mit einem großen Zahnrad verbunden. Hier haben wir eine Schublade, die machen wir erstmal auf hier, komm. Da ist bestimmt was drin. In Schubladen ist immer was drin. Sah ich doch. Mitnehmen. So, ich habe jetzt mal auf 46.000 Zyklen, damit das hier erstmal ein bisschen schneller ist beim Spielen. Take, was haben wir noch? Gummifropfen. Brauchen wir. Immer. Was haben wir hier? Ein Schlauch. Jawohl. Und das ist ein Pumpenhebel. Wer wollte nicht schon mal einen Pumpenhebel haben? So, was haben wir denn noch hier? Hier ist noch ein Hahngriff. Der Griff des Hahns. Nee, ne? Das Waschbecken ist von zahllosen Chemikalien verfärbt. Oder kann ich den mitnehmen? Hahngriff? Mal gucken. Benutzen ist er doch eigentlich, ne? Oder mitnehmen? Sitzt felsenfest am Platz. Wo ist der Hahngriff? Da? Doch, den kann ich abbauen. Warum sollte ich den abbauen? Nun gut, ja. Was haben wir hier noch? Hahnhals, Waschbecken. Jetzt stehe ich direkt davor. Ist hier noch irgendwas? Eine Hahnleitung gibt es ja auch noch. Okay. So. Was haben wir jetzt? Zigarre, Pfropfen. Was haben wir denn? Wo ist denn? Da oben ist der Schlauch. Können wir die miteinander verbinden? Ja, können wir. Also können wir schon mal was basteln. Wenn wir was basteln können... Das geht nicht. So. Damit können wir... Das geht nicht. Geht immer noch nicht, okay? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ach so, können wir das hier mitnehmen? Oder benutzen? Benutzen, ne? Das funktioniert nicht. Mitnehmen? Okay, wir können es mitnehmen. Das wird kaum klappen. Ah! Okay. Ich speichere mal kurz ab. Kleiner Moment. Wir fangen wieder von vorne an. Ich mache das, wie gesagt, immer in Rotation. Hier haben wir einen Abfluss. Druckluft-Tank. Ah! Können wir das hier ranmachen? An die Pumpe? Das funktioniert nicht. Ein bauchiger Glasbehälter mit seltsamen Details. Er wird von einer Eisenklammer gehalten und hat drei kleine Löcher an der Seite. Die größte Öffnung ist oben. Die Form ist das einzig Normale daran. Nanu, was liegt da unten in dem Glasbehälter? Ja, was ist das? Oh. Ein riesiger, als Brosche gefasster Smaragd. Die Nadel der Brosche steckt in einem Korken. Der verfluchte Romanov-Smaragd. Ich habe ihn gefunden. Ah, Wasser rein und steigen lassen. So sieht's aus, wenn er auf dem Korken ist, dass er nach oben kommt. Das heißt, jetzt gucken wir mal. Wasser rein. Reiß dich zusammen, Ripley. Nicht? Glasgefäß? Nicht? Ich hätte jetzt gesagt, hier Wasser rein.
So, dann kommt da nicht Wasser rein. Nicht. Ja, ja. Wir haben ein großes Zahnrad, ein kleines Zahnrad. Wir haben hier eine Pumpe, die Pumpe, das, der Wandkolben, der drückt das zur Seite, das dreht sich um und es würde rausfallen. Logisch. Damit es pumpt, haben wir hier einen Tischkolben. Und hier haben wir Düsen. Können wir das an die Düsen anschließen hier? Es hat so viel Mühe gekostet. Ich lasse es lieber so. Aber ein Luftventil haben wir hier. Gucken wir hier. Reiß dich zusammen, Ripley. So, was passiert denn dann eigentlich? Das dreht sich so rum, das dreht sich so rum. Was haben wir denn hier noch alles? Das ist ein bisschen futzelig gerade hier. Ah, hier ist noch eine Eisenklammer. In der Nähe des Flaschenhalses ist ein winziges Loch im Eisen. Ein winzig, können wir es da reinstecken? Warte mal. Das funktioniert nicht. Schade, können wir das benutzen? Reiß dich zusammen, Ripley. Ja, doch. Felsenfest am Platz. Was ist das hier, ein Zapfenlager? Auf den Tisch ist eine Art Zapfenlager geschraubt. Ein Zapfenlager, Pumpenhebel. Auf den Tisch ist eine Art Zapfenlager geschraubt. Aha. Hebelschlüssel, was ist das? Was zum Teufel ist das? Eine Metallstange mit gezackter Spitze, die rechtwinklig gebogen ist. Das andere Ende bildet eine stabile Gabel mit zwei Zinken. Das sieht hier... Das wird kaum klappen. Können wir das benutzen? Ich war so sicher, dass es funktionieren würde. Nehmen können. Ah. Können wir das hier... Das geht nicht. Aber das... Das geht nicht. Aber das... Das geht nicht. Aber das... Das geht nicht. Der Hebelschlüssel... Zapfenlager. Auf den Tisch ist eine Art Zapfenlager geschraubt. Geht das da? Oh, warte mal, jetzt müssen wir mal angucken hier. Die Eisenklammer des Glasgefäßes ist mit dem kleinen Zahn. Ja, nee, ich wollte... Ein bauchiger Glasbehälter mit seltsamen Details. Er wird von einer Eisenklammer gehalten und hat drei kleine Löcher an der Seite. Die größte Öffnung ist oben. Die Form ist das einzig Normale daran. Der Romanow-Smaragd liegt darin. Was können wir denn... Ach so, warte mal. Wenn das Ding sich dreht, dann bleibt er ja hier drin. Der muss hier... Wenn wir irgendwas rollen, geht das? Warte mal. Ja, das geht. Jetzt räumen wir das und das wird bestimmt bis unten runtergehen, oder? Und dann müsste der dort eingespannt sein. Das sieht aber nicht so aus. Ein bauchiger Glasbehälter mit seltsamen Details. Er wird von... Das sieht aber nicht so aus. Wie soll das funktionieren? So, jetzt haben wir aber diesen... Können wir das jetzt hier... Ich habe viel Arbeit damit gehabt. Das bleibt, wie es ist. Schade. Ein Hebel? Reiß dich zusammen, Ripley. Drucklufttank? Sieht wie ein Drucklufttank aus. Er ist mit der Pumpe da verbunden. Das geht nicht hier. Düsen. Ich habe viel Arbeit damit gehabt. Das bleibt, wie es ist. Pumpenhebel. Ach so, für die Pumpe vielleicht. So, was haben wir? Ja, super. Was haben wir denn noch? Wir haben Griff des Wasserhahns, eine Zigarre.
Gummifropfen, können wir das hier über die Süßen packen? Nee, ne? Reiß dich zusammen, Ripley. Ach, guck mal, wir können es auch wieder... Nein, noch falsche... Warte mal, können wir dann den Gummischlauch über das Ding hier packen? Wir können also die Sachen da, mehrfach... Der Gummischlauch verbindet die beiden Düsen. Ja, pass mal auf, weil wenn ich jetzt pumpe... Passiert nichts. Die Luft entweicht. Es kann sich kein Druck aufbauen. Aber wo? Ah, an dem Luftventil. Das sperren wir mal ab, oder? Nee, nicht am Zapfenlager. Ich war so sicher, dass es funktionieren würde. Hebelschlüssel haben wir auch nochmal. So, hier war doch ein da. Der Griff des Hahns passt genau auf das Luftventil. So, jetzt können wir es ausschalten. Das Luftventil ist geschlossen. Und dann benutzen wir den Tauchkolben hier. Der Tank ist mit Luft gefüllt. Okay. Das würde jetzt bedeuten... Das funktioniert nicht. Okay, das würde das nicht bedeuten. Ach, warte mal, Luft ist gefüllt? Ah, warte mal. Dreht sich andersrum, als ich es geplant hatte. Der Romanow-Smaragd. Er wird sich wunderbar als Zeichnung machen. Als Zeichnung? Wieso als Zeichnung? Okay. Gut. Jetzt haben wir den, aber wir kommen immer noch nicht raus, oder? Wir speichern mal wieder ab. So, super. Ah, warte. Das ist doch hier doppelt... Wird das hier doppelt benutzt? Warte mal, ich mach mal den Hahn wieder zu und pumpe nochmal auf. Das Luftventil ist geschlossen. Und dann pumpe ich nochmal. Und gucken wir mal, was passiert. Der Tank ist mit Luft gefüllt. Der Panzerschrank, oder? Ein Panzerschrank ohne Schlüsselloch oder sichtbaren Öffnungsmechanismus. Eine Metallstange führt von einem Kolben an der Decke durch die Oberseite des Schranks. Sieht aus wie ein an der Decke befestigter Kolben. Warte mal, wenn wir das vorhin zusammenstecken konnten, könnten wir die Sachen hier wieder abbauen, oder was? Ach du heiliger Harry, du ahnst es nicht. Wir können echt wieder alles mit einer Hand nehmen? Können wir auch die Karte wieder mitnehmen hier? Können wir. Oh mein Gott. Den Hebel auf. Wir können echt alles wieder abnehmen. Oh, diese 1000 Variationen. Oh, nee, 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 nee. So, was haben wir? Haben wir uns den eigentlich schon mal genauer angeguckt hier? Also sprich... Ach so, da ist ja noch ein Korken. Wartet mal, können wir den abmachen? Ach, du ahnst es nicht. Jetzt haben wir einen Korken. Und dann haben wir hier was? In die Nadel ist etwas eingraviert, aber ich kann es nicht erkennen. Können wir das auch nochmal abmachen, oder? Das funktioniert nicht. Können wir nicht abmachen, okay. Okay. Ich bin aber gerade ein bisschen überfragt. Wir müssen irgendwie den anderen Mechanismus hier zum Laufen kriegen, oder? Hier ist ein Loch. Nee.
Was war hier? Das war die Eisenklammer, In ne? der Nähe des Flaschenhalses ist ein winziges Loch im Eisen. Moment. Jetzt kann ich... Es hat so viel Mühe gekostet. Ich lasse es lieber so. Der eiserne Halter ist nicht abgeschlossen. Oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Kleinen Moment. Also ich glaube, warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Können wir das da? Ich war so sicher, dass es funktionieren würde. Hier war doch eben... Was ist das hier? Tauchkolben. Es hat so viel Mühe gekostet. Ich lasse es lieber so. Ist so viel. Hier ist eine Pumpe und hier ist ein Dings. Das sind so einzelne Pixelsucherei-Geschichte. Also hier würde wirklich das später eingeführte Hotspot-System, also Orte von Interesse oder Punkte von Interesse, die wären hier wirklich mehr als praktisch, denke ich mir mal. Hier ist sogar eine Halterung, die kenne ich noch gar nicht, oder? Von der Decke hängt ein großes Zapfenlager. Doch. Okay. Was haben wir denn noch hier? Griff des Wasserhahns. Wie ist denn hier die Sortierung? Zigarre. Pfropfen. Nee. Das geht nicht. Wo ist denn eigentlich mein... Ah nee, der ist ja noch da, ne? Genau, der ist ja noch da. Den habe ich hier gesucht, den Hebel für die Pumpe. Der ist noch drauf. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Also wir konnten vorhin diese ganzen Sachen hier so zusammenbauen. Aber ich glaube, das war... Wir könnten den Dings hier sprengen. Das funktioniert nicht. Oder auch nicht. Es hat so viel Mühe gekostet. Ich lasse es lieber so. Ich habe viel Arbeit damit gehabt. Das Blei wird kaum klappen. Reiß dich zusammen, Ripley. Reiß dich zusammen, Ripley. Gucken wir mal, was haben wir hier noch alles? Warte mal, hier haben wir noch eine Halterung. Passt das daran? Ich muss es mit etwas befestigen. Es muss mit etwas befestigt werden. Mit einem Korken oder was? Das geht nicht. Mit dem hier? Das geht nicht. Ich war so sicher, dass es funktionieren würde. Von der Decke hängt ein großes Zapfenlager. Das heißt, ich muss das... Wartet mal, ich nehme mal den Pumpenhebel hier. Oder haben wir noch irgendwo anders was? Selbst den können wir nochmal abschrauben. Das wäre doch vielleicht eine gute Arretierung, oder? Das geht nicht.
Es hat so viel Mühe gekostet. Also das ich geht lasse hier. Es lieber so. Moment, wenn das geht. Ich muss es mit etwas befestigen. Aber mit was? Können wir das Zapfenlager mitnehmen? Wartet mal. Sitzt felsenfest am Platz. Können wir nicht mitnehmen. Labortischschublade? Boah. Den Griff kann man nicht benutzen. Das geht nicht. Geht nicht. Das geht nicht. Geht auch nicht. Das geht nicht. Ich muss irgendwie das Ding da dran montieren an dem Teil. Aber was? Aber was? Haben wir hier irgendwas überlegen? Nee, ich glaube, der. Oder so? Nee. Das funktioniert nicht. Nee, das ist hier mit der Halterung. Das ist schon richtig. Ich muss es mit etwas befestigen. Oder geht das, hatte ich das schon probiert hier? Ich habe viel Arbeit damit gehabt. Das bleibt, wie es ist. Das ist aber der Pumpenhebel gewesen, ne? Mensch, 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 Mensch. Was machen wir denn? Wenn ich den hier nochmal... Kann ich dann? Das wird kaum klappen. Das funktioniert nicht. Es hat so viel Mühe gekostet. Ich lasse es lieber so. Womit könnte ich es denn? Nicht. Ja, womit könnte ich es denn festmachen? Habe ich hier irgendwas übersehen? Nun gut. Sorry for that. Das ist jetzt ein bisschen. Ich probiere mal durch offscreen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Danke für eure Geduld und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Firefox.